Die Transformation Flying Steps gehört zur internationalen Spitze. So ist die Gruppe beispielsweise vierfacher Breakdance-Weltmeister. Am Montag hatten rund 90 Jugendliche aus Kassel und Umgebung Gelegenheit, gemeinsam mit den Szene-Stars zu arbeiten. In einem eineinhalbstündigen Workshop, der parallel in vier Kasseler Tanzschulen stattfand, wurde der Nachwuchs von jeweils einem Mitglied der Flying Steps in eine kurze Choreografie eingeführt. Das Projekt ist Teil des Kultursommers Nordhessen. Die Ergebnisse des Workshops auf der Open Stage vor der Stadthalle während der Sommersinfonieveranstaltung zu sehen. In der Tanzwerkstatt von Pamela Hering führte Lil Rock das Kommando. Der B-Boy ist zudem noch Choreograf, Tanzlehrer, Model und seit 1992 zur Musik unterwegs. Hallo, ich bin der Lil Rock von Flying Steps und mein Spezialgebiet ist Breakdance, Popping, House, Locking und Hip-Hop. Keine der 13 jungen Teilnehmerinnen seines Workshops hatte weiterführende Erfahrung im Breakdance-Bereich. Der Profi nahm es gelassen. Geduldig erklärte er die Schrittreihenfolgen, mal als Vortänzer an der Front, mal als Beobachter in Reichweite der Musikanlage. Immer aber mit viel Körperansatz. Besonders Tempowechsel verwendete der Breakdancer während des Workshops häufig. Er ließ die Choreografie in Zeitlupe durchspielen, dann jagte er die Teilnehmerinnen durch die flüssigen Bewegungen der Originalgeschwindigkeit, um bei ihnen ein Gefühl für die Musik zu entwickeln. Aber auch für einen erfahrenen Tanzlehrer wie Lil Rock sind 90 Minuten ein enger Zeitrahmen, oder? Man versucht irgendwo die Mitte zu finden, nicht zu schwer, nicht zu leicht, aber schon auf die Musik und dass die Basis drin ist, damit sie nicht nur die Choreografie, sondern auch die Grundelemente mitnehmen und dann weiter üben können, wenn die zu Hause sind. Mit nach Hause nehmen konnten die Teilnehmerinnen sicherlich die Erkenntnis, wie anstrengend der Job eines professionellen Tänzers ist. Am Ende des Workshops waren einige gerötete Gesichter zu sehen. Ob die Grundelemente angekommen sind, wird sich auf der Open-Stage-Bühne zeigen. Eines haben die Teilnehmerinnen aber auf jeden Fall aus dem Workshop mitgenommen: 90 Minuten mit einer echten Szene-Ikone.